Im Jahre X brach in unserem Land, ausgehend von der Hauptstadt, eine Art Virus aus. Der Grund dafür war komisch, um nicht zu sagen banal. Aufgrund eines Stromausfalls war das WLAN-Netz zusammengebrochen und die zu zombieähnlichen Gestalten mutierten Menschen schlurften auf den Straßen umher, nur mit dem einen Ziel: Internet. Sören? Ja, Professor? Hast du das Licht ausgemacht? Nein, Professor, haben Sie das Licht ausgemacht? Nein, Sören, nein. Professor, wir können hochgehen und nachschauen. Sören, sei still, ich muss nachdenken. Nein, Sören, das bringt uns nicht weiter. Ich habe eine bessere Idee. Wir gehen einfach hoch und schauen nach, wieso das Licht ausgefallen ist. In Ordnung, Professor. Sören? Ja, Professor? Hast du diese Häuser hier hingebaut? Nein, Professor. Haben Sie diese neuen Häuser aufgebaut? Nein, Sören, nein. Und wieso sieht es hier dann so anders? Sören, sei leise, ich muss nachdenken. Wieso sieht es denn hier so anders aus als gestern? Ich weiß nicht, Professor. Irgendwie sehen die Menschen hier ganz anders aus. Mir scheint, als wäre hier eine Art Virus ausgebrochen. Vielleicht hat es mit den Geräten in ihren Händen zu tun. Professor, kann es sein, dass es schon etwas länger ist, dass wir hier das letzte Mal oben waren? Willst du mir damit sagen, dass ich langsam vergesslich werde? Was? Nein, nein, nein. Ich meine ja nur, das letzte Mal waren wir doch hier, als die diese Mauer eingerissen haben. 89. Aber da auf dem Schild steht 2000? In der Tat, in der Tat. Es scheint, als wären wir bereits im mitten 21. Jahrhundert. Komm, Sören, wir werden jetzt erforschen, wie sich diese Menschen so verändern konnten in dieser kurzen Zeit. Okay, Professor. Mein Superhirn sagt mir, dass diese Apokalypse mit dem Internet zusammenhängt. In den letzten Jahren hat man sich wohl einen freien Funk aufgebaut. Heißt das, dass wonach wir forschen, gibt es schon länger? Sören, das tut rein gar nichts zur Sache. Und weil der Strom ausgefallen ist, ist damit auch der Freifunk ausgefallen? Und damit die Menschen hier wieder glücklich sind, müssen wir den Strom wieder anschalten. Sören, nein, das ist die völlig falsche Denkweise. So wirst du es niemals weit in deinem Leben bringen. Was ist denn die richtige Denkweise, Professor? Na, ist doch klar. Das hier oben ist das reinste Irrenhaus. Also gehen wir wieder runter in mein Labor. Und das Licht? Ohne die Stromleitung haben wir doch auch keinen... Sören, du sollst mir nicht wie immer widersprechen. Wir gehen jetzt runter und ich muss mein Projekt weiterforschen. Ich habe keine Zeit, mich um so einen Schnickschnack zu kümmern. Und woher bekommen Sie den Strom für Ihre Experimente? Soll ich jetzt den ganzen Tag im Labor Fahrrad fahren? Ja. Gut, dann wäre das Problem ja gelöst. Lass uns wieder runtergehen. Nachher steckst du dich noch mit diesem komischen Zombie-WLAN-Virus an, so ein Grünschnabel wie du bist. Sören? Ja? Ab aufs Fahrrad! Och nö! Sei still und beweg dich! Können wir nicht einfach wieder hochgehen und dieses Stromproblem beheben? Sören? Ja, Professor, ich mach hier schon.